Ja, hi, hier ist Manuel von Session und ich zeige euch heute zum 25-jährigen Jubiläum von der RG-Serie die Ibanez RG1 in Fluorescent Pink. Yo, back to the 80s und zwar mit der Jubiläumsserie von der RG-Serie von Ibanez. Und zwar, man hat sich zum 25-jährigen Jubiläum von der RG-Serie was ganz, ganz Geiles ausgedacht. Und zwar, man hat die RG-Serie nochmal so aufleben lassen, so wie sie damals auf dem Markt erschienen ist. Ja? Und damit meine ich, dass die Gitarre natürlich ein sehr auffälliges Finish hat und eine sehr auffällige Lackierung. Und es ist natürlich so, die RG-Serie hat eine Geschichte, die man eigentlich erzählen muss zum Jubiläum und das mache ich jetzt einfach mal. Ja, also es ist so, auch aufgrund der Farbe, die Gitarre hat natürlich eine Vorgeschichte und die besteht nicht unwesentlich daraus, dass der Name Steve Vai da drin auftaucht. Und Steve Vai dürfte ja jedem ein Begriff sein. Wahrscheinlich einer der extrovertiertesten Gitarristen überhaupt, den es im Moment gibt. Und der gute Mann hat irgendwann natürlich in der Zusammenarbeit mit Ibanez eine Gitarre entwickelt, die Jam-Reihe, die es ja auch heute noch gibt und die natürlich die Signaturserie von ihm ist. Und aus dieser Jam-Serie gab es irgendwann dann die RG-Serie. Ja? Und der Unterschied von einer Jam zu einer RG ist eigentlich, dass eine Jam hier oben auch diesen typischen Griff hat, ja? Diesen Wegwerfgriff oder was auch immer, wie man das bezeichnen möchte. Und vom Shaping und vom Body und so weiter und auch vom Halsprofil her sind sich die Gitarren natürlich sehr, sehr ähnlich. Und das ist auch mit ein Grund, warum diese RG-Serie auch mit die beliebteste Serie überhaupt von Ibanez ist. Ja? Und ich komme mal zur Gitarre und sage euch mal, was so dran ist. Also, wir hätten zum einen den Body, der besteht aus Linde. Und auf der Rückseite, sieht man, haben wir den angeschraubten Ahornhals, der hier durch zwei Walnussholzstreifen auch noch verstärkt ist. Ja, dann drehe ich wieder rum und dann kommen wir zum Griffbrett vorne. Und zwar haben wir hier ein Palisander-Griffbrett, ja, also nichts Außergewöhnliches jetzt dran. Und die Kopfplatte wurde auch in diesem fluoreszierenden Farbton mitlackiert. Ansonsten haben wir natürlich diese ganz typischen Faktoren auch dran, wie ein Floyd-System, das sollte natürlich dran sein bei einer RG. Und natürlich das Floyd-System, was Ibanez natürlich selbst entwickelt hat, oder beziehungsweise auch, man kann das denke ich schon als eine Weiterentwicklung von einem Floyd Rose bezeichnen, dieses Edge Pro 2 Tremolo-System. Und zwar, wenn ich jetzt gerade nochmal rumdrehe, und da sieht man natürlich hier auf der Rückseite, hat man natürlich jede Menge Features dran, die bei einem normalen Floyd Rose System überhaupt nicht vorhanden sind. Ja, also man hat hier ein ganz, ganz ausgeklügeltes System. Hier kann ich auch noch die Stärke von den Federn einstellen und so. Und der Unterschied zu einem normalen Floyd System ist eigentlich der, dass ein normales Floyd System beim Neuaufziehen von Saiten doch sehr, sehr anfällig ist. Und jeder, der eine Klampfe zu Hause hat mit Floyd-System, der weiß,
das macht nicht unbedingt Spaß, immer so eine, so einen Seitenwechsel, weil es dauert doch recht lange auch, bis man dann oben wieder grob gestimmt hat, dreht zu, man stimmt fein nach und so weiter. Und das ist hier alles ein bisschen einfacher, ja, dadurch, dass das System ein bisschen anders verarbeitet ist und auch diesen Gegenzug der Federn hat, ist man doch relativ schnell im Vergleich dazu in einem Tuning, was einem dann schnellstmöglichst erlaubt, auch wieder die Gitarre in Einsatz zu bringen. Ja, also es geht wirklich super schnell, super einfach und ja, das System arbeitet wirklich einwandfrei. Gibt's gar nichts dran auszusetzen. Dann ansonsten, klar, wir haben natürlich einen 5-Wege-Schalter dran. Das heißt, wir haben diese üblichen Verschaltungen, diese 5 Positionen. Einmal Volumen und einmal Ton. Mehr braucht kein Mensch. Und ja, ich komme nochmal auf die Farbe zurück. Und zwar, es ist jetzt nicht nur so, dass die Farbe jetzt so optisch ein bisschen hervorsticht, sondern was ganz interessant ist, die Gitarre leuchtet auch unter Schwarzlicht. Das sollte man wissen. Ja? Also sie leuchtet nicht im Dunkeln, aber in Verbindung mit Schwarzlicht ist das Ganze auf der Bühne natürlich ein Hingucker und sieht bestimmt richtig, richtig geil aus. So, ich gebe euch jetzt mal noch ein paar Soundbeispiele, denn jetzt am Anfang war ich doch relativ lange auch auf dem Stegpickup, also nur auf dem Stegpickup und habe gezockt. Und die Gitarre ist natürlich so eine Herausforderung irgendwo, ja. Also es ist schon irgendwo eine Sportlergitarre, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die Gitarre so ein Riffmonster jetzt wie wenn man jetzt eine Les Paul oder so irgendwas hat, ja. Es ist doch eine sehr, sehr stark soli-orientierte Gitarre auch. Und das liegt auch am Halsradius zum Beispiel. Neben der Tatsache, dass der Hals natürlich auch extrem flach ist. Ja, das kommt natürlich auch dazu. Aber der Halsradius, der lädt einen quasi dazu ein, dass man auf der Gitarre wirklich anfängt und alles, was irgendwie an Soli-Künsten vorhanden ist, einfach nur ausprobiert. Und es macht auch irre viel Spaß, auf der Gitarre soli-mäßig unterwegs zu sein. Man hat ein tolles Gefühl auf der Gitarre. Das Griffbrett fühlt sich fantastisch an. Also ich habe hier beim Spielen fast das Gefühl, dass ich so gut wie gar keinen Widerstand irgendwie spüre. Ja, also macht irre viel Spaß. So, ich gehe mal jetzt zurück. Ja, okay, bin ich schon im Clean-Kanal. Und zwar zeige ich euch jetzt mal so, was die Pickups so clean auch fabrizieren. Ja? Okay, ich fange mal oben an im Hals-Pickup. Gut, gehen wir eins weiter. Na, man hört halt doch schon sehr stark, dass gerade in den Zwischenpositionen auch das Single Coil in der Mitte. Ja. Es ist doch sehr, sehr, sehr knackig und sehr attack-orientiert alles, was dann hier zum Vorschein kommt bei der Gitarre. So, nächste Zwischenposition mal. Und der Steg-Pickup. So, gehen wir mal eins weiter, eine Stufe, und zwar machen wir mal ein bisschen rockigere Sachen. We'll be right back.
Und nochmal eine Abteilung für die ganzen Heavy-Jungs. Jo, das war's für heute soweit von mir und ich habe euch heute die Ibanez RG1 gezeigt in Fluorescent Pink und das ist das 25-jährige Jubiläumsmodell der RG-Serie und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal die Gitarre selbst anzuprobieren oder auch irgendeine andere Ibanez, ihr seht ja, wir haben hier wirklich alles da an Ibanez, was so auf dem Markt ist und dann kommt einfach mal im Laden vorbei und checkt die Teile an. Ihr habt 33 Tage Moneyback, 66 Tage Umtauschrecht, auch wenn ihr über einen Webshop bestellt. Und ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.